Liebe Freunde, das letzte Projekt wurde abgegeben und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren tollen Video. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für die gute Besserungswünsche. Das ist bei mir immer so ein Ding, ich hatte auf jeden Fall kein Corona, ich habe mich jetzt irgendwie da fünfmal testen lassen oder so, bis meine Eltern halt auch negativ waren und ich hatte da kein einziges Mal Corona. Bei mir ist auch das Problem, am nächsten Tag war ich auch wieder fett. Also wenn ich krank bin, bin ich dann meistens so einen Tag krank und danach geht's dann auch schon wieder. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich bin da auf jeden Fall nicht böse drum, weil ich bin eigentlich so gut wie nie krank und wenn ich mal krank bin, wie gesagt, dann nur einen Tag und da ist die Nummer auch schon wieder gelaufen. Also, trotzdem vielen lieben Dank für die guten Besserungswünsche, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. So! Heute sprechen wir über das Thema Futtertiere selber fangen und ja, manche werden sich jetzt denken, oho, das geht doch gar nicht, die haben doch von draußen noch Parasiten, das sollte man besser nicht machen und da will ich auf jeden Fall auch gleich noch eingehen, weil laut meiner Recherche geht das wohl doch, aber da gleich mehr zu. Freigefangene Tiere, ja, sind nicht so wie die Tiere, die man im Zooladen kauft, dass die erst mit diesem Fischfutter, nenne ich das jetzt mal, gefüttert werden, sondern die haben halt draußen in der Natur selber Gras und andere Blüten, sag ich jetzt mal, von denen sie sich ernähren und werden deswegen halt von Anfang an gut genährt. Außerdem bietet es sich natürlich auch in Deutschland an, da sind einem ja auf diesen großen, weiten Feldern, sage ich jetzt mal, auch auf jeden Fall die ein oder andere Heuschrecke bzw. ein oder andere Grashüpfer mal begegnet. So, und dann gibt es ja wie gesagt diesen, ich nenne den jetzt mal Mythos, dass man selbst gefangene Insekten nicht verfüttern darf. Jetzt ist die Frage, stimmt das oder stimmt das nicht? Man weiß es nicht. Ja, laut meiner Recherche heißt die Antwort nein, denn klar, es kann passieren, dass Insekten Parasiten enthalten, logisch. Aber in Deutschland ist die Gefahr sehr, sehr gering, dass es sich dabei tatsächlich um einen Parasiten handelt, der für das Chamäleon gefährlich ist. Die größte Parasitenschleuder, die gefährlich fürs Chamäleon werden kann, sind wir selber. Wir bringen die meisten Parasiten mit rein, indem wir halt neue Gegenstände mit ins Haus bringen oder auch neue Reptilien, sag ich jetzt mal, ohne Quarantäne irgendwo reinstopfen. Wir sind quasi der größte Parasitenpunkt für so ein Reptil. Bei den Insekten, wie gesagt, das ist andersrum. Klar, es kann natürlich immer sein, dass das Insekt Parasiten hat. Es kann genauso sein bei den gekauften Tieren, dass es halt Parasiten hat. Nur in Deutschland ist die Gefahr halt sehr, 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 sehr gering. Dass es auch sich, wenn um einen Parasiten handelt, der auch für das Chamäleon gefährlich werden kann. So, und da man jetzt schon schwitzend, ja, es ist unfassbar warm. Ich hab echt... ich werde langsam echt schlecht gelaunt. Wir haben jetzt schon wieder 30 Grad hier oben drin mit dem Terrarium. Eigentlich haben die für heute Regen angesagt. Jetzt steht heute schon wieder Regen, Wahrscheinlichkeit bei 20%. Kann ja wohl nicht wahr sein, liebe Freunde. Geht so und weiter. Aber nachdem wir halt schwitzend klar gemacht haben, dass es doch wohl einigermaßen okay ist, wilde Insekten zu verfüttern, wobei man auch nicht jede nehmen sollte, aber da gehen wir auch gleich weiter drauf ein, kommen wir jetzt zum Hauptteil. Und zwar will ich so ein bisschen darauf eingehen, wie man die fangen kann, was man beachten sollte und blabliblub. So, also fangen wir an. Wann kann man denn Futterinsekten am besten fangen? Klar, im Winter sieht es bei uns relativ schwierig aus, aber die beste Zeit, um Futtertiere selber zu fangen, bietet sich an von April bis August. Und da dann halt im besten Fall auch abends bzw. frühmorgens. Wenn es halt noch schön kühl ist, dann trauen sich die Insekten raus. In der Mittagshitze mehr oder weniger verkrümeln die sich alle in schattige Bereiche. Das ist dann ein bisschen schwieriger zu bekommen. Aber wo kann man denn Insekten fangen? Ja, das ist eigentlich relativ klar. Ne? In Wäldern, auf Wiesen, auch wildblühende Wiesen natürlich, weit entfernt von Straße und jeglicher Zivilisation mehr oder weniger, weil auch keine Abgase oder so den Bereich dann verschmutzen können. Auf jeden Fall nicht in Naturschutzgebieten, das ist dort verboten. In Naturschutzgebieten wird alles so belassen, wie es die Natur halt macht. Da wird nichts entnommen, da wird nichts angezündet, da wird nicht gegrillt, gegessen, gepicknickt oder sonst irgendwie was. Da gibt es halt Bänke, da kann man sich dann hinsetzen und die Natur ein bisschen genießen, aber an Naturschutzgebieten wird bitte nichts verändert. Ja, da lasst ihr bitte alles so, wie es sein soll. Nur an wilden Wiesen mehr oder weniger, die halt nicht zu Naturschutzgebieten gehören, kann es dann auch verhäuft dazu kommen, dass auch Insekten auftreten und diese könnt ihr dann als potenzielle Futtertiere, sage ich jetzt mal, erstmal benutzen. Wobei man da natürlich auch nicht jedes nehmen darf, aber da gehe ich gleich erstmal drauf ein. Und zwar genau jetzt, denn was darf gefangen werden, ja? Regel Nummer 1, es dürfen keine geschützten Arten gefangen werden. Regel Nummer 2, keine stechenden und keine giftigen Tiere, auch wenn bei stechenden, wie zum Beispiel es bei Wespen oder Bienen heißt, beziehungsweise die sind ja auch mittlerweile geschützt, ne? Die Biene ist ja schon länger geschützt, aber die Wespe ist ja mittlerweile auch. Ist es ja so, dass das Chamäleon es auch fertig kriegt, dieses Tier halt zu jagen und zu fressen, ohne gestochen zu werden. Ja, aber trotzdem sollte man auf stechende und auf giftige Tiere halt verzichten. Klar, giftige sowieso, weil da kommt das Chamäleon halt nicht drum herum. Aber auch bei stechenden kann es halt sein, dass es halt nicht gestochen wird. Aber die Gefahr wäre mir prinzipiell trotzdem zu hoch. Deswegen würde ich auch von mir aus sagen,
komplett keine stechenden und keine giftigen Tiere. Zumal Murphy ja sowieso schon mittlerweile so alt ist, dass er es nicht mehr hinkriegt zu schießen. Ja, das mit der Zunge, das Problem hat er schon länger. Jetzt kommt auch noch das Alter hinzu. Ganz komisch. Ja, der liegt auch nicht mehr auf dem Ast oder beziehungsweise steht nicht mehr und hält es fest, sondern hat die Arme einfach so da liegen. Und beim Jagen teilweise ist halt wirklich nur einer in den Mund gelegen. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel das Futtertier ist und Murphy ist nicht mehr hier und schießt dann da drauf, sondern Murphy geht halt wirklich so nah dran und macht dann nur das und drückt das Tier dann nur so ein bisschen weg. Und ich bin jetzt mittlerweile schon so weit, dass ich machen muss, wenn er das so berührt, muss ich und er die Zunge zurückziehen und gerade diesen hier macht, um nochmal neu zu schmatzen, muss ich das Futtertier hinterher schieben und dann quasi, wenn er den Mund aufmacht, da reinstecken. Das heißt, es sieht ungefähr so aus, er drückt das weg, zieht er die Zunge wieder ein, macht den Mund auf und ich komme dann mit der Hand hinterher und schiebe ihm das dann quasi in den Mund rein. Ne, deswegen, das ist alles so ein bisschen schwierig und ich würde auf jeden Fall auch auf stechende Tiere auf jeden Fall verzichten. Einfach, weil mir die Gefahr so hoch wäre, dass meinem Kaiman da irgendwas passiert. Um einfach herauszufinden, welche Futtertiere man auch sammeln kann, gibt es das Washingtoner Artenschutzabkommen und die EU-Artenschutzverordnung. Dort könnt ihr nachlesen, welches Tier gefährdet ist, beziehungsweise welches Tier unter Artenschutz steht und welche Tiere bedenkenlos gefangen werden können, wenn sie einem zum Beispiel vor die Nase hoppeln, ob man es mitnehmen kann oder nicht, als potenzielles Futtertier. Ansonsten kann da natürlich alles, was nicht auf dieser Liste steht, bedenkenlos gefangen werden. Kommen wir schon zu den Fangmethoden. Passt auf, ihr steht jetzt quasi auf der Wiese mit eurem Washingtoner Artenschutzabkommen oder dieser EU-Artenschutzverordnung, steht ihr dann da und es hüpft auf einmal etwas an euch vorbei. Ihr checkt schnell die Liste. Okay, das Tier ist nicht drauf. Ihr müsst das Tier fangen, aber wie fangt ihr es? Die Low-Budget-Variante ist natürlich einfach mit der Hand. Flupp, ihr greift das Tier und tut es dann im besten Fall in einen Behälter, ne, damit ihr nicht die ganze Zeit mit dem Tier in der Hand durch die Gegend rennen müsst. Was auch natürlich einfacher ist, ist halt so ein kleiner Kescher. Ne? Den Kescher einfach drüber, ne, wie so ein Pokémon-Jäger, der Käfer-Pokémon halt trainiert. Kennt ihr auch, oder wie bei Animal Crossing zum Beispiel, wenn ihr irgendwie auf Insektenjagd geht, ne, einfach Kescher raus, drauf, umdrehen, fertig. Beim Kescher empfiehlt es sich da natürlich dann auch, einen Kescher mit einem tiefen Sack zu nehmen, einfach weil der sich dann halt um diesen Ring drüber stülpt und das Tier dann dadurch nicht mehr entkommen kann. Manche Tiere, zum Beispiel wie Zitterspinnen, lassen sich auch gerne im Haus fangen. Da braucht es auch gar nicht weit gehen, die hängen ja meistens in der Ecke, die könnt ihr da einfach runterpflücken und dann da auch dann auf den Speiseplan setzen. Wenn ihr jetzt auf die Klopse kommt und denkt euch, ja gut, okay, pass auf, ich hätte auch mal Bock auf so nachts rauszugehen und mal so ein bisschen spazieren zu gehen und würde dann da im besten Fall auch noch ein paar Tiere mitnehmen, dann nehmt ihr einfach ein weißes Tuch, so ein Bettlaken oder so ein Tuch oder sonst irgendwie was, spannt es auf und beleuchtet es dann mit einer Lampe. Dieses Tuch fängt extrem an zu strahlen und wirkt dadurch sehr anziehend für nachtaktive Insekten. Diese setzt sich dann drauf und dann könnt ihr die ganz einfach abpflücken und dann in euren Behälter reinpacken. Das funktioniert überraschenderweise sehr, sehr einfach. Zu meiner Wenigkeit, ob ich Insekten aus der Natur verfüttert habe, bei Murphy noch nie. Ich habe es einmal getan bei meinem Jemen-Chamäleon, das war Snippy, glaube ich. War das Snippy? War das Froop? Es war Froop. Froop war das. Da habe ich mal ab und zu ein paar Wildtiere verfüttert. Das war nie ein Problem. Meine Ärzte zum Beispiel, wo ich da regelmäßig bei der Kontrolle war, hat auch nie irgendwas feststellen können, dass da irgendwie Parasiten dran waren. Bei Murphy habe ich das noch nie gemacht, einfach weil ich auch jetzt aufgrund des Studiums halt auch, ehrlich gesagt, weniger Zeit habe, jetzt rauszugehen und irgendwie mal so auf Jagd zu gehen, mehr oder weniger. Da bin ich halt nur beim Sport in der Uni und am Wochenende vielleicht mal ein bisschen weg, aber da nutze ich die Zeit natürlich dann auch, um was mit Freunden zu machen. Nichtsdestotrotz soll es wohl gehen, unter Vorbehalt natürlich, Insekten sind auch wichtig für unser Ökosystem, deswegen da nicht einfach wild irgendwas fangen, sondern gucken, was okay ist zu fangen und nicht irgendwelche geschützten Arten auf einmal mitnehmen. Klar, das ist natürlich einfach verlockend, ne? Einfach weil man schnell mit der Geschichte fertig ist, aber es ist nicht gut, irgendwas bis zum Äußersten zu treiben, dass es nicht mehr da ist. Denkt dran, das könnte auch verheerende Folgen für unser Ökosystem haben, deswegen da nur auf die Arten begrenzen, die es noch en masse gibt, mehr oder weniger. So, aber das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe mal, ihr fandet das Video informativ und auch gut erklärt. Wenn nicht, gerne in die Kommentare schreiben, denn dann kümmere ich mich da nochmal drum, beziehungsweise nochmal ein extra Video, um noch manche Sachen genauer zu erklären. Ihr kennt das Prozedere ja, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, wäre nice. Ansonsten, wer Familie, Verwandte, Bekannte habt, die sich für das Thema Cameo interessieren, gerne das Video präsentieren, würde mich natürlich auch freuen. Und wenn ihr weiteren Bock auf Cameo-Content habt, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Ja, und nichtsdestotrotz wünsche ich euch natürlich noch eine schöne Restwoche. Schwitzt nicht zu stark, das sage ich jetzt mal. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
I've got a question, if you'd hear me out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake that we are